Hallo Trader, Aktiensplits, was ist das eigentlich? In den letzten Tagen hat es Aktiensplits gegeben, in Amerika von Apple und von Tesla. Und Freunde, ich muss so komische E-Mails beantworten, ich muss so komische Kommentare beantworten auf meinem YouTube-Kanal. Ich möchte über Aktiensplits reden. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. So, Aktiensplits. Ihr habt gemerkt in der Einleitung, ich bin ja fast ins Stolpern gekommen bei Aktiensplits. Weil für mich ist das eine ganz normale Sache, die es schon immer gab. Und irgendwie die neue Generation von Händlern hat davon noch nie etwas mitbekommen und denkt nun, die Aktien sind gefallen, die sind ja zu billig. Das ist alles verrückt. Also, was ist eigentlich ein Aktiensplit? Warum macht eine Gesellschaft sowas? Ein Aktiensplit ist eigentlich eine Maßnahme, die nichts verändert. Es gibt eigentlich keinerlei Gründe, warum sich ein Preis, also insgesamt eines Unternehmens, der Wert oder der Preis eines Unternehmens sich ändern sollte durch einen Aktiensplit. Es ist eine rein optische Operation. Das bedeutet, wenn ein Aktienkurs sehr hoch ist, war es früher so, dass es für viele Leute dann unerschwinglich war. Heutzutage ist es eigentlich vollkommen egal, da, wie wir wissen, ist ja dieses Fractional Share Buying gibt. Das heißt, du kannst Anteile einer Aktie kaufen. Früher konntest du eben nicht Anteile einer Aktie kaufen. Da musstest du mindestens eine Aktie kaufen oder 10 oder 100 Aktien kaufen. Und da war es natürlich dann schwierig, wenn der Aktienwert besonders hoch war. So viel Geld hatten dann nicht viele und dann haben sie sich andere Aktien ausgesucht. Weil die meisten Menschen ja leider gar nicht verstehen, dass sie den Wert der Aktie, dass der gar nichts über das Unternehmen aussagt, sondern dass man den Wert des Unternehmens durch die Anzahl der Aktien teilen muss und dann zu einem total zufälligen Wert kommt. Es ist ja nicht so, dass eine Aktie, die 1000 Dollar wert ist, eine Gesellschaft oder die Möglichkeit gibt, mehr wert zu sein. Ja, denn es könnte ja theoretisch sein, dass es nur, sagen wir mal, 100 Aktien gibt einer Firma. Und es gibt vielleicht 1 Milliarde Aktien einer anderen Firma, die sind vielleicht nur bei 10 Dollar. Und dann wäre diese Company trotzdem wertvoller. Und es kommt ja auch darauf an, wie viel Dividende wird denn ausgeschüttet pro Aktie. Wie ist denn das Kurs-Gewinn-Verhältnis? Also man kann eigentlich mit dem reinen Aktienkurs gar nichts Aussagen über den Wert des Unternehmens oder ob die Aktie hoch oder runter geht oder sonst irgendwas. Die Idee war also früher, einen Aktienwert für Otto-Normalverbraucher einfacher handelbar zu machen. Das heißt, die mögliche Zahl der Interessenten zu vergrößern. Das war die Idee von Aktiensplits. Man hat auch früher schon gesehen, dass weil jetzt eine neue Käuferschicht an den Start kam, dass es eben die Möglichkeit einer Kurssteigerung gab durch diesen Aktiensplit. In der Regel war es so, durch die Ankündigung wurde der Preis ganz leicht nach oben getrieben und nach dem Aktiensplit, also wenn sie billig waren, dann wurde es etwas mehr, aber nicht lange. Ja, weil insgesamt der Wert der Firma sich ja gar nicht verändert hatte. Heutzutage ist alles anders. Wir haben jetzt mit der Ankündigung von Apple und von Tesla erlebt, dass eigentlich jeden Tag die Aktie stieg. Beide Aktien steigen. Und seitdem jetzt der Aktiensplit
gelaufen ist, steigt es also weiter, und zwar gerade bei Tesla massiv. Tesla hat einen Aktiensplit gehabt, 5:1. Das bedeutet, aus einer Aktie sind jetzt 5 Aktien geworden. Jetzt hätte man erwarten können, bei einem Preis so knapp über 2000, dass wir dann einen Kurs haben, Aktienkurs von 400. Ja, so ungefähr, weil das wäre dann derselbe Unternehmenswert. Wir sind jetzt 2 Tage nach dem Aktiensplit und ich sehe hier, dass der Preis über 520 ist. Ja, da gibt es immer noch Freaks auf dieser Welt, entschuldigt bitte, unwissende Leute meine ich natürlich, die der Meinung sind, Tesla ist jetzt super billig. Ja, mit 521 oder 523 oder was es immer gerade war, sind sie total billig, weil sie waren doch eben 2000. Aber wenn du es mal 5 nimmst, sind wir jetzt schon bei 5600. Bei 2600. Wir sind schon bei 2600. Ist natürlich nicht billig. Bei Apple gab es einen Aktiensplit 4:1. Da ist es nicht ganz so brutal. Der Kurs ist jetzt 130. Und 130 mal 4, das sind dann in Anführungsstrichen nur 520. Ja, die sind also auf dem Weg zu 600. Dafür müssen sie 150 erreichen, dann sind sie bei 600. Und wie gesagt, es ist die gleiche Company, es ist nur optisch billiger. Und wenn man drüber nachdenkt, pervertiert, weil man konnte vorher ja auch schon genauso viel kaufen der Firma, weil es eben diese Beschränkung auf mindestens eine Aktie oder 10 oder 100 gar nicht mehr gibt. Man kann Teile einer Aktie kaufen. Und von daher ist es natürlich eigentlich vollkommen verrückt. Allerdings, wie wir wissen, Psychologie ist ja ein sehr großer Anteil. Und man sollte immer, egal welche Idee man hat, beispielsweise Tesla, Freunde, bei einem Kurs von 2000 waren wir schon bei einem Kursgewinnverhältnis von 1000 auf hoch manipulierten Gewinnen, die nur zustande kamen dadurch, dass sie diese Carbon Credits verkauft haben. Wo es also nur darum ging, anderen Autoherstellern Dinge zu verkaufen, weil sie rein Elektro sind, weil die anderen eben nicht rein Elektro sind und deswegen diese Credits kaufen müssen. Also eine reine politische Sache. Und jetzt sind wir bei 2600. Also umgerechnet. Das ist also noch irrer. Wir wissen aber, es kann noch viel. Wie heißt denn die Steigerung davon? Also, irre ist normal. Irrer heißt irrer, der Komparativ, und der Superlativ ist dann irrer oder was? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall total irre. Es ist total irre jetzt der Kurs. Das heißt aber nicht, dass er noch steigen, also dass er nicht noch steigen kann. Natürlich kann der steigen, der kann auf 1 Million steigen. Fakt ist, sie kommen am 3. Freitag im September in den Index rein, in den S&P 500, als eine der größten Companies, die es gibt. Der Elon Musk hat gerade den Herrn Zuckerberg, das ist der Facebook-Kollege, überholt, ist jetzt schon drittreichster Mann auf diesem Planeten und freut sich wie ein Plätzchen. Die Aktie kommt also jetzt in den S&P als eine der größten Companies und wird dann irgendwann sicherlich nicht nur stagnieren im Aktienkurs, sondern der Aktienkurs wird den Rückwärtsgang einschalten, weil es gar keinen Käufer mehr gibt. Ja? Warum das so ist und wie das so ist, werde ich in einem meiner nächsten Videos besprechen, dass ihr wisst, wann Aktienkurse und wie Aktienkurse auch mal umkehren können, weil es geht nicht nur in eine Richtung.
Also, wir haben gelernt, Aktiensplit ändert am Wert des Unternehmens überhaupt nichts, ist also vollkommen neutral, ist rein optisch, rein psychologisch ein Mittel, um andere Anlegerkreise zu erschließen, und zwar in der Vergangenheit. Weil heutzutage braucht man das nicht mehr. Heutzutage kann man jederzeit kleinere Anteile einer Firma kaufen. Man kann Teile einer einzelnen Aktie kaufen. Ohne Problematik. Ohne zusätzliche Kosten. Und was dazu kommt noch, ist, dass man aufpassen muss, egal welche Meinung man hat, dass man immer auf Signale wartet im Markt. Dass man nicht sagt, die sind zu hoch, weil die können viel höher steigen. Man nicht sagt, die sind zu tief, die können viel tiefer fallen. Diese Meinung, ob eine Aktie hoch oder runter geht oder zu hoch ist oder zu tief ist, die ist vollkommen irrelevant, weil die Börse immer sehr viel länger irrational sein kann, als du und ich liquide sein können. Daher muss man das unterscheiden und man kann darüber philosophieren, dass es zu hoch ist oder noch zu tief oder hin und her. Man muss einfach wissen, es gibt keinen Kurs an der Börse, der nicht noch höher steigen kann und keinen Kurs an der Börse, der nicht noch tiefer fallen kann. Und wer das mit dem tiefer fallen kann, wer mir da kommen wird, das kann nur auf Null fallen. Freunde, wir haben es beim Öl gesehen. Das Öl war plötzlich minus 40 Dollar und wir haben es bei den Zinsen gesehen, dass es negative Zinsen gibt, hätte wahrscheinlich vor einigen Jahren auch noch jeder bestritten. So, ich wünsche euch viel Glück bei euren Handelsentscheidungen, wenn es um Splits geht. Ich weiß schon jetzt, dass bei den nächsten Splits die ganze Robin Hood Army verflucht viel kaufen wird. Also, schönen Tag, euer Olli.